Archon Xanthe sagte mir, du hättest mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Es ist das Getreide, als hätte Eris die Erde versalzen. Was ist mit dem Getreide? Fäule. Nur wenig wächst. Und das Wenige geht ein oder ist übersät mit Punkten. Die Götter ließen das nicht zu, wenn sie zufrieden wären. Es liegt an diesen Heloten. Du bist ein Bote des Zeus. Zeig ihnen das Licht. Ich finde raus, was hier vor sich geht. Bei Zeus, danke. Meine Heloten, Teuter und Maron arbeiten auf den Feldern, doch sie ehren die Götter nicht. Lehre sie es. Das Getreide der anderen Farm scheint nicht betroffen zu sein. Was könnte nur der Grund dafür sein? Das Korn wuchs kurz und trocken. Dann wurden die Tiere krank. Es ist eindeutig, dass Persephone und ihre Mutter unzufrieden sind. Maron behauptet, man hätte die Tiere vergiftet. Doch ich habe keine nennenswerten Feinde. Ich spreche mit den Heloten. Mal sehen, was sie wissen. Söldner? Chere, deine Herrin behauptet, das Unheil sei der Wille der Götter. Was denkst du? Manchmal verdorrt das Getreide. Vielleicht wegen des trockenen Bodens oder der Insekten. Schade ist es um den Esel. Er war wichtiger für den Hof als die Herren. Oder du, wenn ich das sagen darf. Wenn du es auf einen Kampf anlegst, Helot, mach nur so weiter. Dann komm doch. Ihr sucht doch alle nur nach einem Vorwand, Heloten zu prügeln. Du hast dich als Spartiat erwiesen. Du schlägst hart zu. Etwas oberhalb des Flusslaufes lässt das Wasser wie rostigen Stahl schmecken. Das Wasser? Ich sollte es mir ansehen. Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Geh und störe einen anderen. In Stücke gerissen? Möge deine Reise über den Styx friedvoller sein, als es dein Ende war. In diesem Netz sammeln sich womöglich Abfälle. Vielleicht war der Tote ein Fischer. Das sieht nicht nach Spuren von einem Messer aus. Das Metall der Rüstung muss für den üblen Geschmack des Flusses verantwortlich sein. Dieser Gestank wird an mir haften. Wenigstens ist der Fluss jetzt sauber. Ich habe gehört, das Getreide wächst in diesem Jahr nicht so recht. Lanike erwartet jedes Jahr mehr Getreide. Doch die Erde muss ruhen. Und das allein könnte der Grund für die schlechte Ernte sein? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe dich etwas gefragt, Helotin. Antworte gefälligst. Ich werde dir schon noch Respekt vor dem Alter beibringen. Das nennst du einen Kampf? Ich bin kaum erschöpft. Ich muss mich nur hinsetzen.
Sag mir, was du weißt. Als ich ein Mädchen war, litt der Hof, auf dem ich lebte, unter der Fäule. Mein Herr verbrannte alles. Die Pflanzen, kranken Tiere. Das muss gestunken haben. Ein wahres Opfer für die Götter. Die Asche nährte den Boden und im folgenden Jahr war die Ernte größer als je zuvor. Ich hoffe, du hast recht. Es ist ein Wunder, dass überhaupt etwas auf diesem Feld wächst, unter all den Trümmern. Die Gerber in Kefalenia benutzen etwas Übelriechendes, um Leder herzustellen. Das kann nicht gut für den Boden sein. Die Erde ist verschmutzt. Das kann nicht gut sein. Offenbar kann man dem nur mit Feuer Einhalt gebieten. Ich kann nicht glauben, dass ich hier alles säubern muss. Jetzt verstehe ich so langsam Teuters Ärger. Das verdorbene Getreide wurde verbrannt und der Fluss ist sauber. Das sollte das Problem beheben. Oh, dich schicken wahrlich die Götter. Was war die Ursache? Du warst so beschäftigt damit, den Himmel anzurufen, dass du übersahst, was vor dir lag. Die Götter haben die Felder und den Fluss nicht verunreinigt. Das warst du. Was? Du wagst es? Xanthe sagte, du wärst ein Bote des Zeus. Doch du bist trügerisch und so göttlich wie meine Heloten. Verschwinde von hier. Das Gift auf deinen Feldern ist nichts im Vergleich zu dem Gift in deinem Herzen. Ugh!